Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Bei mir ist immer noch der 29. und wenn ich mich eh schon aufgeregt habe, kann ich ja gerade weitermachen. Ja, ich bin ja jemand, ich bin total tierlieb und ich muss zugeben, ich finde nichts Grauenhafteres, als Tieren beim Leiden zuzusehen oder gar beim Sterben. Ja, es ist furchtbar. Ja. Und ich habe vor kurzem ein Video angeschaut. Das habe ich mir bewusst angeschaut. Das ging zum Thema die Proteste gegen den Vortrag an einer Universität von Bernd Lucke, dem Mitgründer der AfD. Und ich fand das interessant, weil ich wissen wollte, warum protestieren die Leute und eben auch eben so weiter. Und YouTube hat die Angewohnheit, dass man meistens, wenn man es nicht bewusst deaktiviert, dass man dann sozusagen das Pech hat, dass das nächste Video, das in der Liste ist oder wie auch immer, auch mit abgespielt wird. Und dann war es bei mir so, dass das nächste Video, das abgespielt wurde, war ebenfalls ein Video zum Thema Proteste, aber eben zum Thema Proteste gegen Massentierhaltung und sowas. Und da war es dann auch so, dass das Video wurde abgespielt und praktisch ganz schnell am Anfang von dem Video wurden Szenen gezeigt, zum einen wie einem Schweinchen, was Schlimmes angetan wurde, Küken, kann man sich ja denken, und eben auch eine Kuh. Und das ist dann nicht so gewesen, dass da irgendwie davor noch irgendwie eine Warnung gekommen ist oder irgendwas, sondern die Warnung war zum einen in den Kommentaren. Also man hätte wortwörtlich das Video, entschuldigt, ich habe einen Kameramann, der leider Gottes nicht versteht, dass man im Kamerabild bleiben sollte. Ja. In den Kommentaren war dann eine Triggerwarnung reingeschrieben, wo ich mir dann auch gedacht habe, das ist aber auch nur noch zur Form. Und ich für meinen Teil, ich muss sagen, ich finde, wenn man solche Szenen zeigt, und ich habe vor kurzem dann nochmal ein anderes Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, und da hat derjenige, der das Video gemacht hat, an dieser Stelle mal ganz kurz ein kleines erwähnen, nämlich Mr. Wissen to Go. Der macht immer ganz gut interessante Wissensvideos, wo er informiert und die sind immer ganz schön. Also bei diesem Video hat er, bevor er das Video gedreht hat, gesagt, es gibt Szenen, die vielleicht für Leute mit Problemen nicht gut sind und die sollten sie sich vielleicht nicht anschauen und dass man jetzt wegschalten soll. Und das hat er noch im Video gesagt und dadurch hatte ich die Zeit, mich zu entscheiden, ja, ich schalte da weg und ich gucke es mir nicht an. Und ich fand das so gut, weil das war sowas, wo mir bei dem Video gefehlt hat, diese Möglichkeit zum einen wegzuschalten und zum anderen die Warnung davor, dass da was drin sein könnte, was einen schockiert. Und das fand ich dann wirklich, dann bin ich natürlich jemand, der sagt, das ist gut gemacht und dann kann man auch nur in den Titel schreiben, um was es geht. Aber wenn man das Video dreht und direkt praktisch puff die Bilder kommen oder nach ein paar Minuten und es heißt, wir begleiten Tieraktivisten, was ja noch nichts heißt, und dann gleich als erstes volle Kanne mit der Kamera schön auf die brutalen Bilder drauf gedreht wird, da muss ich dann sagen, fände ich es dann angebrachter und vor allem fände ich es auch besser. Und ich muss sagen, ich fände auch, wenn ich würde da jetzt tatsächlich auch für meinen Teil sagen, da müsste der Gesetzgeber auch was tun, dass es gesetzlich verankert ist, dass, entschuldigt, ich stürze das mit der Kamera jetzt gerade ein ganz kleines bisschen, dass es gesetzlich verankert ist, dass man dann Minimum in den Titel schreiben muss, kann brutale Szenen enthalten. Oder dass man die Videos auf eine Liste, auf ein ungelistet setzt oder irgendwas, dass die Leute es halt nicht direkt, wenn sie eigentlich relativ nur Informationen suchen, plötzlich brutale Sachen bekommen. Na gut, ich muss jetzt zugeben, in dem Punkt bin ich ein bisschen empfindlich und ich bin auch ein bisschen zickig gewesen und ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, ich überlege mir in Anbetracht dessen, dass der Kanal, der das gemacht hat, zum Funk gehört, also zum öffentlich-deutschen
Funk, Rundfunk, entschuldigt, Angebot, ob ich dann nicht auch denen schreibe, nach dem Motto, es kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe denen dann auch einen Kommentar geschrieben, dass ich es nicht in Ordnung finde. Ich habe meinem Ärgernis Luft gemacht, könnte man sagen, aber ich war sachlich. Also ich habe nicht irgendwie Beleidigungen geschrieben, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sachlich versucht zu diskutieren und etwas zu seinen Standpunkt klarzumachen und dabei beleidigend wird. Und so habe ich versucht, es eben ohne Beleidigungen und ohne irgendwas, einfach nur den Fakten-Ding, dass ich es nicht gut finde, dass man in Anbetracht dessen, dass YouTube oft Videos einfach als nächstes Video abspielt, dass man da nicht dass man da keine richtige Warnung schreibt und dass die mindestens in den Titel gehört. Oder, was ich dann eben aber noch nicht wusste, das ist eben auch eine Möglichkeit, schon was ich in dem Moment nicht bedacht habe, dass man in seinem Video, das sowieso schon über 10 Minuten geht, vielleicht noch so 3, 4 Minuten sich nimmt und sagt, Vorsicht, das Video kann enthalten, weil wenn es Leute gibt, die damit Problematiken haben, wäre es nicht schlecht, wenn man jetzt abschaltet. Und ich muss auch sagen, ein anderer Kanal, wo mir das auffällt, wo das sehr löblich macht, ist zum Beispiel, das heißt, Leroy will's wissen, der sagt auch immer, wenn es Leute gibt, die mit dieser Thematik Probleme haben oder die sich davon getriggert fühlen, dann sollen sie das Video nicht anschauen oder eben gibt dann da, nimmt die Leute da ein bisschen an die Hand. Und ich finde, das ist auch etwas, wo Leute, die empfindlicher sind bei sowas, dann auch sehr positiv aufnehmen. Und andere, die dann sowieso, die dann sagen, ich gucke es dann trotzdem, die sind dann nicht wenigstens auf eigene Entscheidung passiert. Dann ist nicht so dieses Überrumpelnde. Und ja, da muss ich für mich immer wieder, ja, mal sagen, dass ich, entschuldigt, ich versuche hier gerade meinen Hasen zu entwurbeln. Der hat gerade so einen ganz fiesen, ja, richtig fiesen Haarbusch da gerade. Und ich finde es da einfach wichtig, dass man da nicht nur die Information, die man verbreiten möchte, ist wichtig. Ich finde auch wichtig ist, wie verbreitet man Information. Und ich überlege gerade. Ich muss jetzt gerade zugeben, ich glaube, ich bin da jetzt ein Negativbeispiel. Ich habe ja meine Lebensgeschichte mal in 5-Minuten-Videos verpackt. Und ich weiß jetzt gerade nicht sicher, ob ich da nicht auch sowas in der Art gemacht habe. Jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, könnte es unter Umständen sein, dass ich da keine Warnung rausgegeben habe. Allerdings muss ich zugeben, für mich ist mein Leben auch keine Triggergeschichte, weil es ja mein Leben ist. Naja. Gut, das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen verunsichert. Ja, ich könnte jetzt auch kein Ding mehr reinstopfen. Ja, gut. Naja, ich glaube nicht, dass ich. Ich glaube, ich habe die schlimmen Details nicht erwähnt, weil kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich die erwähnen hätte wollen. Also, ich glaube, ich habe die Sachen, wo man wirklich, wo wirklich sagen könnte, Triggerwarnung mäßig muss was raus, habe ich glaube übersprungen. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Das ist so richtig jetzt diskreditierend für mich. So dieses gerade anprangern und dann muss ich jetzt gut jetzt in Anbetracht dieser Situation muss ich mein Video jetzt wohl oder übel beenden, weil ich habe gerade meine Argumentationsfläche verloren, habe ich so das Gefühl. Und ja, nicht gut. Ja, schön. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt. Entschuldigt, ich habe gerade keine zweite Hand zur Hand. Wartet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.regelmeindoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt trotzdem noch ein schönes Wochenende und muss sagen, unangenehm. Ja, also dann, bis bald. Tschüss.